ich darf Sie an der Stelle schon einmal ganz herzlich willkommen heißen zur Contact Open World 2022. Wenn man sich jetzt die konkreten Herausforderungen anschaut, Thema Nachhaltigkeit, Sustainability, das führt dann eben schnell auch zu einem Wandel des Businessmodells, was viele Unternehmen heute mit sich tragen. Wir haben einen gigantischen Transformationsdruck auf der Industrie und wir glauben, Digitalisierung spielt eine Schlüsselrolle in der Handhabung dieser Herausforderungen und dieser Risiken. Ich finde, der Weg, den Connector einschlägt, der ist schon absolut richtig. Und Unternehmen müssen sich einfach Schritt für Schritt darauf einstellen, dass Nachhaltigkeit immer mehr zum Thema wird. In Richtung Ressourcenknappheit denken. Also Unternehmen müssen sich einfach auf Nachhaltigkeitsanforderungen oder neue Anforderungen einstellen. Eine ganz große Bandbreite an Themen, die diskutiert werden. Wir haben ganz viele Teilnehmer und wir haben eine ganze Menge an spannenden Diskussionen zu dem Kernthema Sustainability. Wir wollen Kunden kennenlernen von Contact Software, über Contact noch mehr lernen, auch über die Kunden. Wir nutzen die Veranstaltung, damit wir neue Impulse bekommen für unsere Roadmap, wie wir weiter mit der Implementierung vorgehen wollen und wie wir vielleicht auch zukünftig cloud-basiert das System nutzen können. Personally, we are looking at sustainability from an angle of service. A SIM database provides us the single source of truth. We're preventing that dealerships are sending back and forth the bikes, so transportation costs like diesel, etc., but also material cost. It's not just an event, it's a live happening place. You go through your sessions, learnings, socialization with customers, partners. That's the real part of it, it's a very good part of it. We've been enjoying that. Ich gehe mit einem optimistischen Gefühl nach Hause, unter anderem, weil wir gesehen haben, wohin die Reise geht und diese Reise uns zum gemeinsamen Zielen führt. It was inspirational, it was networking and it was lots and lots of fun.